So, guten Morgen, Mittag, Abend oder egal, wann ihr dieses Video hier schaut. Ja, und hiermit begrüße ich euch zum Silvester-Special 2020. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, das Silvester-Special wie letztes Jahr schon auch auf der Südspitze zu machen. Aber da ich ja jetzt schon lange, schon seit ein paar Monaten, kein wirkliches Video Outdoor mehr gemacht habe, habe ich mich einfach mal entschieden, jetzt noch einfach mal so rauszugehen und einfach mal so ein Video nochmal zu starten. Bin jetzt hier Richtung Wüstenhof gegangen, einfach weil hier auch dieser schöne Ausblick ist, um dieses Video hier auch mal zu beginnen. Dieses Jahr 2020 war bestimmt das schwierigste Jahr im 21. Jahrhundert bisher. Also, ich denke mal, der Coronavirus hat uns alle ziemlich überrollt und hat bestimmt Pläne, Urlaubspläne, vor allem vielleicht auch von uns jetzt eigentlich schon wieder ziemlich umgeschlagen, die wir jetzt vielleicht schon letztes Jahr, Anfang, Mitte letztes Jahr schon getroffen hatten. Und dann bestimmt viele Reisen auch ausgefallen sind. Und ja, der Coronavirus begleitet uns ja jetzt schon fast seit Beginn des Jahres. Mitte März oder März gab es halt schon diesen Lockdown, diesen ersten. Corona ging natürlich auch vorher schon wirklich rum. Auch als ich halt dieses Jahr halt auch in Mainz das Bundesligaspiel gegen Paderborn geguckt habe, ist dann halt doch schon ja, hab zu wenigen Leuten oder zu keinen Leuten direkten Kontakt, halt wegen Covid. Das war halt 29. Februar, also halt zum Monatswechsel zum März hin. Und ja, ich wusste zwar, da war Covid schon wirklich gerade. Aktuell hat gerade die Runde gemacht, auch in Deutschland ist es dann natürlich auch angekommen. Aber dann kam wie auf einmal wie ein Paukenschlag auf einmal der Lockdown, der so auf einmal kam. Das war der erste Lockdown jetzt. Der kam halt auch wirklich, wie gesagt, halt auf einmal. Da wussten wir jetzt nicht, worauf müssen wir uns einstellen. Dieser erste Lockdown, darauf war wir auch wirklich eigentlich eher weniger Leute eingestellt. Und je nachdem halt auch diese ganzen Hamsterkäufe mit Toilettenpapier und Nudeln und so weiter. Und es war wirklich ein verrücktes Jahr. Dann wurden halt diese ganzen Niederwertspiele aus der Saison 1920 halt abgesagt. Am Ende sind wir Vierter geworden. Und ja. Natürlich, hätte mich natürlich gefreut, dass es irgendwann mal weitergegangen wäre. Ich hatte ja mit meinem Kollegen ja irgendwann jetzt auch ein Video von einer guten halben Stunde Dauer gemacht, wo wir zwei darüber geredet haben, dass die Kreisliga halt abgebrochen wurde. Dass wir auch noch kurz vorher noch über Dortmund-Schalke gesprochen haben, weil da es auch wieder in der Bundesliga sogar losging und halt Meinungen zu Corona und so weiter. Haben halt eine gute halbe Stunde und ein paar Minuten mehr drüber gesprochen. Ich kann euch das Video ja mal verlinken. Das war ja beim ersten Lockdown dieses Video, wo das rausgekommen ist. Da ging ja gerade die Bundesliga wieder los. Dann ist natürlich so, dass erstmal keine Fans ins Stadion konnten. Und ja. Dann hat das sich natürlich auch allgemein auch auf den Fußball auch ausgewirkt, dieser Lockdown. Erst wurden so nach und nach erstmal Spiele abgesagt, halt in der Kreisliga. Dann wurden dann natürlich auch in den Profiligen erstmal abgesagt. In ein paar wenigen Ligen wurde dann auch weitergespielt. Ich glaube, Russland war ein Land davon und die Türkei hat, glaube ich, auch sogar ein bisschen weiter gespielt zuerst und dann war halt auch da Schluss. Dann ging es halt, wie gesagt, weiter und
So ein bisschen konnte ich das auch so ein bisschen bei Simon Friedrich Kollegen verfolgen, weil von ihm gucke ich auch sehr gerne die Videos. Er macht ja auch Stadion-Vlogs zu Spielen von TuS Koblenz. Die gucke ich mir auch sehr gerne an, wenn mal Spiele sind. Und es ging ja auch bis vor kurzem auch weiter, bis auch dann halt wieder erneut der Spielbetrieb eingestellt wurde. Und soweit ich das in Erinnerung habe, hat er, glaube ich, mal irgendwo in einem Kommentar geantwortet, er würde abwarten, bis das alles wieder etwas gelockerter ist, bis wieder mehr Fans ins Stadion können. Weil aktuell sind, glaube ich, auf dem Oberwert erst, glaube ich, 350 bis 500 Zuschauer, glaube ich, zugelassen gewesen, maximal. Und er wollte halt erstmal abwarten, bis mehr Zuschauer zugelassen sind, so wieder, bis wieder, natürlich, bis das wieder, bis vielleicht aufgehoben ist oder so, dass man erstmal guckt, bis wie weit geht das, dass er dann halt erst wieder ins Stadion gegangen wäre. Natürlich auch gut, dass er auch gesundheitlich da so denkt, finde ich sehr gut. Und ja, jetzt kam dann natürlich seit dem letzten Vlog, kamen dann natürlich einige Videos auch draußen. Er sagt mir auch oder hat mir mal geschrieben in den Kommentaren, er wäre auch so ein bisschen am Vorproduzieren oder hätte schon vorher, als der Lockdown rund gegangen ist, als glaube ich schon der erste Lockdown kam, schon ein paar Videos draußen gemacht für sofort zu produzieren. Zum Beispiel hat er, glaube ich, auch gemeint, im Sommer hätte er schon ein Video vorproduziert für jetzt, für den Winter, um dann halt auch noch mal so ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Weil wenn man jetzt hier in die Bäume schaut, ist ja grau, ist ja nichts mehr dran. Dass er dann halt noch mal ein bisschen Farbe reinbringt. Und ja, ich finde aber auch diese Zeit ohne Fußball oder jetzt zum Beispiel bei ihm jetzt ohne die Stadion-Vlogs hat auch so ein bisschen gezeigt, dass man auch diese, mal so Zeit hat für mehr Entfaltung, sage ich jetzt mal. Weil vorwiegend kamen natürlich auch Stadion-Vlogs, oft ist er ja auch zu Auswärtsspielen. Nach Kaiserslautern zum Beispiel. Einmal, glaube ich, vor ein paar Jahren nach Karbach. Und auch die Stadion-Vlogs von den Auswärtstouren, die er auch schon gemacht hat, die etwas länger zurückliegen, ein paar Jahre, gefallen mir auch sehr gut. Aber auch die Videos draußen sind auch ziemlich gut. Das ist jetzt auch bei Ort so an der Mosel. Jetzt nicht nur hier am Rhein, sondern auch mal wirklich Mosel. Da gibt es auch ein paar schöne Ecken. Muss ich wirklich sagen. Und durch diese Videos kriegt man aber wirklich einen Einblick, oder kriege ich zumindest einen guten Einblick, was für eine schöne Umgebung es hier in Rheinland-Pfalz wirklich gibt. Ich sage, Rheinland-Pfalz ist auch wirklich ein schönes Bundesland. Also wirklich schön, wirklich schöne Ecken gibt es hier. So, zum Beispiel hier hinten. Da geradeaus genau. Da über meinem Finger dieser Punkt, das ist nämlich, glaube ich, die Burg Stolzenfels, glaube ich, hoffe ich. Sieh mal, wenn du dieses Video siehst und diese Burg da hinten kennst, dieser leuchtende Punkt da der Anhöhe, wenn das eine Burg ist und du kennst sie, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob das die Burg Stolzenfels ist oder eine andere. So, dann finde ich das auch abends. Das ist auch so ein Grund, warum ich nochmal raus bin. Auch so schön, wenn hier so viele Lichter im Hintergrund sind. Manchmal stelle ich mich abends bei mir noch mal oben noch ans Fenster und gucke einfach mal abends in die Dunkelheit heraus, weil ich es auch mal schön finde, in die Ferne zu gucken. Und da hat man sozusagen eine gratis Lichtershow. Ich finde das ja auch wirklich schön, auch von der Ferne anzuschauen. 2020 war, wie gesagt, ein verrücktes Jahr. Und vor allem, was dann die
Outdoor-Kollegen auch daraus dann gemacht haben, mit rausgehen, viel filmen und so weiter. Finde ich schon wirklich toll. Vorwiegend habe ich das ja beim Simon gesehen, wie viel Mühe er sich auch in seine Videos von draußen auch reingesteckt hat. Er schneidet ja richtig viel, er geht auch ziemlich viel zu Fuß, mehrere Kilometer auch. Und einmal bin ich auch für eins meiner Videos gegangen, wo ich das Video ja mit meinem Kollegen gemacht habe. Ich sage jetzt nicht genau, wo ich wohne, aber ich wohne jetzt natürlich hier irgendwo in Fallender. Und bin dann von da, wo ich wohne, bin ich dann einmal oben durch den Wald gegangen nach Hörkritzhausen an die Ecke. Hab da mein Video gemacht, haben da unser Video gemacht und sind dann wieder zurückgegangen. Wir sind ja nach Hörkritzhausen hin, haben da das Video begonnen und sind dann wieder zurück. Ich glaube, wenn mich nicht alles irrt, waren das insgesamt 10 oder 20 Kilometer. Ich müsste nochmal nachschauen, die wir hin und zurückgegangen sind. Also das war schon beachtlich. Ich meine, normalerweise, ich bin ja für meine Videos sonst immer hier unterhalb des Handyturms im Wald gewesen. Weswegen das dann auch schon mal ein guter Fußmarsch war, für so ein Video zu machen. War ja auch eine gute halbe Stunde, die wir auch unterwegs gewesen sind. Dann jetzt geht es natürlich auch mit dem Profifußball jetzt auch weiter. Ich meine, so Bundesliga, die ganzen ersten Ligen, die man so kennt. Deutschland, England, Italien, Frankreich, Spanien, die gehen jetzt natürlich weiter. Ich meine, so hat man immerhin mal ein bisschen Fußball. Und ja, ich meine, ich gucke mir zwar jetzt nicht jedes Spiel an, was in diesen Top 5 liegen, ist selbstverständlich. Aber ich meine, ich gucke zwischendurch einfach mal durch die Ligen und guck mal, wie es gerade so steht. Ich meine, ich gucke mir natürlich auf YouTube Videos an, gucke dann alle paar Minuten mal auf die Ergebnisse und freue mich dann auch innerlich so ein bisschen, wenn da mal ein Tor gefallen ist. Also natürlich habe ich jetzt so direkt keine favorisierten Teams im Ausland. Ich meine, ich habe natürlich keine grundlegende Verbundenheit mit Teams aus Spanien oder Frankreich. Aber das reicht mir eigentlich schon aus an Spielen verfolgen. Und ja, ich bin ja jetzt auch seit Mitte letztes Jahr, als ich Niederwert geguckt habe, bin ich ja jetzt auch wirklich so ein richtig größerer Freund des Amateurfußballs auch geworden. Ich habe zwar vorher, bevor ich überhaupt mal Niederwertspiele geguckt habe, zwar gesehen, so ein paar Kreisliga-Videos von MVH Kreisliga gesehen. Der macht gute Kreisliga-Videos. Dem habe ich ja mal ein, zwei Videos nur gesehen, so kurze. Dachte mir, ja, Kreisliga ist schon eine harte Liga wegen diesen ganzen Grätschen, Rudelbildungen und Platzverweisen halt. Aber dann habe ich halt Niederwert geguckt und bin jetzt ein begeisterter Fan dieses Vereins. Also, ich muss schon sagen, es macht mir Spaß, alle paar Wochen grundlegend auf die Südspitze zu gehen, um mir ein neues Spiel anzugucken. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben, die ich zwischen November letztes Jahr und Juli dieses Jahr hatte. Weil das war wirklich so. Letztes Jahr November gegen Fallender war unser letztes Heimspiel in 19-20 gewesen in der Liga. Dann gab es noch ein Auswärtsspiel in Niederfell gegen Moseltalei. Die heißen jetzt, glaube ich, Moseltal Niederfell. Haben sie sich, glaube ich, so umbenannt. Und die haben uns dann von Platz 2 auf Platz 4 geschossen. Hätte dieses Spiel nicht mehr stattgefunden, wären wir sogar stolzer Zweiter, gew wären wir stolzer Zweiter gewesen. Also stell mal, vierter Platz vor ein vorher Abstiegskandidat ist schon was ganz Vernünftiges. Und ja. Also, das bedeutet, der Verein bedeutet mir ja auch schon ziemlich viel mittlerweile. Also in den ersten Spielen
War das für mich ja noch so, ja, ich gehe mal Live-Spiele gucken. Das ist ja auch mal was anderes. Ich hatte zuvor nur 2015 einmal TuS Koblenz im Stadion geguckt und dann kam halt bis Mitte 2019, war ich nicht mehr live im Stadion oder an einem Stadion oder an einem Live-Fußballspiel irgendwie als Fan da, bis dann halt das erste Ligaspiel gegen Augsburg kam. Vorher hatte ich ein Spiel der dritten Mannschaft geguckt, bin aber nach 37 Minuten, glaube ich, so gegangen, weil es angefangen hat zu regnen. Niederwerth 3 hat das Spiel dann, glaube ich, mit 2 zu 5 gegen Lahnstein 2 verloren. Und ja, seitdem gucke ich wirklich jedes Spiel, was geht. Ich habe nur ein Liga-Heimspiel gegen Horchheim verpasst, dass wir 0-2 verloren haben. Dadurch ist halt mein bekannter Streak von 11 ungeschlagenen Liga-Heimspielen zu Hause auf der Südspitze jetzt auch entstanden. Und ja, deswegen für mich war das dann noch ziemlich komisch. Ich kann meine Gefühle, wie gesagt, nicht beschreiben. Auf einmal letztes Liga-Heimspiel so unverhofft. Dann geht es nicht mehr los. Nur zwei Testspiele geguckt. Dann bis Juli lief nichts mehr. Dann, ich habe mich einfach nur leer gefühlt. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich war ja dann fast alle paar Wochen, war ich ja dann auf dem Niederwert, habe mir Fußball angeguckt. Also es ist mittlerweile ein Hobby. Vielleicht mehr wie ein Hobby, weil ich ja jetzt auch den YouTube-Kanal mache. Es ist mittlerweile vielleicht sogar etwas mehr wie ein Hobby. Ja, okay, zumindest auf YouTube ist es ein Hobby, da ich immer meine Videos mache. In den ersten Monaten war es natürlich so, wahrscheinlich waren meine Videos da, ein paar haben sich angeguckt. Dann hat mich Lazarevic auf einmal auf ein Video von mir angesprochen. Dann dachte ich mir, wow, vielleicht gucken sogar wirklich mehrere aus dem Verein wirklich meine Videos. Und dann, vielleicht kann es sein, dass diese Person jetzt sogar das Video sogar guckt, wenn es rauskommt. Während dem Urmitspiel, während ich gefilmt habe und das 1-0 von Mohr drauf hatte, das hat man auch so ein bisschen nebenbei gehört. Da hat eine Frau gefragt, wie das Tor entstanden ist von Mohr, weil sie kurz nicht aufgepasst hatte. Und das war, glaube ich, sogar eine Verwandte von unserem Kapitän Gerstenberg. Möchte ich an dieser Stelle auch mal liebe Grüße an die Gerstenbergs auch mal rausgeben. Und an jeden anderen von Niederwerth, der sich dieses Video hier anschaut. Und das dachte ja, aber nie kamen irgendwie Videos zu Niederwerth und dann war ich auf einmal da. Und das stimmt auch wirklich. Auf einmal war ich da. Kam wie aus dem Nix. Mein Ziel ist jetzt nicht, 1000 Abonnenten durch meine Niederwerth-Videos zu machen. Ich möchte einfach nur, dass meine Videos euch unterhalten, dass es ein bisschen was zu sehen gibt. Und durch diese Videos, die ich mache, bin ich ja jetzt auch wirklich zu einem Teil, zu sowas wie einem Teil des Vereins geworden, weil ich sozusagen außerhalb von Facebook zum Beispiel für die Hauptaktivität auf Social Media ja verantwortlich bin, durch eben diese Videos. Spieler wie Lazarevic, Spener, Kaul, Gerstenberg gucken sich wohl meine Videos an. Ich habe über Facebooks mit der Seite von Niederwerth geschrieben. Hauptsächlich schreibe ich mit Björn Behner. Grüße gehen auch an Björn raus. Und dann, ja, wirklich, ich bin sozusagen durch meine Videos in den Verein hereingewachsen. Plane jetzt auch bald Mitglied zu werden. Und ja, so ab Januar oder so. Also ich gehe, denke ich mal, als inaktives Mitglied erstmal rein, kann aber, obwohl es heißt inaktives Mitglied, kann ich über Sachen mitentscheiden. Hatte jetzt auch die Idee einer Torhymne gehabt. Das heißt, wenn jetzt die nächste Jahreshauptversammlung ist, ich sollte dabei sein, ja, da kann ich das ja mal ansprechen. Dann kann man ja drüber abstimmen. Weil ich wäre wirklich dafür, dass man so eine Torhymne mal macht. Und ja, damit verabschiede ich mich mal von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses letzte Video in 2020 gefallen. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Macht das Beste draus, solange uns Covid noch begleitet. Und wir sehen uns zum nächsten Jahr und zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.